In Österreich gibt es eine neue 3000 Kilometer lange Gravelroute. Diese Route führt einmal quer durch unser kleines Heimatland und bietet eine völlig unterschätzte Vielfalt an Landschaften und Herausforderungen. 50.000 Höhenmeter müssen auf der Route von Gravel Austria überwunden werden. Sie führt von den flachen Weingärten im Burgenland bis zu den höchsten Gipfeln der österreichischen Alpen. Das können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Also packen wir unsere Gravelbikes und knöpfen uns zwei völlig unterschiedliche Abschnitte vor. Zuerst wollen wir die steilen Pässe der Tiroler Alpen queren und eine Woche später durch Steiermarks Weingärten und Hopfenfelder rollen. Tirol macht den Anfang. Es geht schon sehr abenteuerlich los. Jetzt haben wir gerade die erste Mure überqueren müssen und jetzt sind wir schon wieder bei der zweiten. Nach Abenteuer haben wir gesucht, deswegen haben wir auch diesen Streckenabschnitt ausgewählt. Aber dass es gleich so zur Sache geht, damit haben wir ehrlich gesagt nicht gerechnet. Natürlich gäbe es hier im Lechtal auch eine einfache Alternative, den Lechtal-Radweg. Aber noch macht es Spaß und allzu lang sollte es nicht dauern, bis wir wieder fahrbaren Boden unter uns haben. Also wenn das so weitergeht, dann kommen wir halt gar nicht an. Also der erste Abschnitt, der ist zum Teil schon wirklich tricky. Also da sollte man schon sicher am Rad sein. Also wenn man sich da nicht wohlfühlt, eher absteigen und schieben. Das war erst der erste Tag auf unserem Abschnitt in Tirol. Insgesamt wollen wir 7 Tage unterwegs sein. Wenn jeder der nächsten Tage nur halb so gut wird wie heute, dann könnte es sich hier um eine ausgesprochen geniale Route in einer spektakulären Alpenkulisse handeln. Wir sind gespannt. Oh, wir feiern die Strecken einfach so. Zweiter Tag und schon wieder so genial. Heute geht's am Zugspitzenmassiv entlang und hinauf auf den berühmt-berüchtigten Anstieg zur Ehrwalder Alm. Es ist extrem steil und wir sind nicht die Einzigen, die sich da heute hinaufquälen. Je höher wir kommen, desto mächtiger werden die schroffen Gipfel des Mieminger Gebirges. So, höchster Punkt für Heidereich. Oh, ich habe auch solche Glücksgefühle. Ja, Höhenmeter machen glücklich, ja. Sage ich nur. Und dann auch noch mit der Kulisse, gell? Nein, so bitter. Ich meine, die Kuhscheiße ist genau 40 cm lang und ich steig genau rein. Jetzt habe ich so die richtige Scheiße auf die Schuhe gekriegt. Ich war ganz weich. Echt geschissen! Am dritten Tag wartet die Überquerung des Karwendelgebirges auf uns. Es soll zu den absoluten Highlights der Gravel Austria Route zählen, deswegen ist unsere Vorfreude riesig. Aber manchmal läuft nicht alles nach Plan. Ja, die Angie fühlt sich leider nicht ganz so wohl, ist nicht ganz 100% fit und jetzt haben wir beide beschlossen, dass es einfach gescheiter ist, wenn sie wieder runterfährt und mit dem Zug zum nächsten Hotel fährt. Und das heißt, ich werde jetzt allein über den Karwendel drüber fahren. Für mich ein extrem bitterer Moment. Meine Rechnung mit dem Karwendel muss ich wohl ein andermal begleichen. Für mich geht es weiter den steilen Anstieg hinauf. Mit jedem Meter wird es beeindruckender und wilder. Nach und nach wird mir klar, dass mir die heutige Routenführung womöglich einen der besten Gravel-Tage beschert, die ich je in Österreich hatte. Also zeitweise hat man echt das Gefühl, man steht mitten in der Wildnis irgendwie. Also wenn da nicht ein super gemachter Forstweg war,
wenn man da nach hinten schaut. Wir sind in Österreich und es fühlt sich wild an. Ist schon ganz cool. Jetzt schraube ich mich gerade aufs Plumpsjoch rauf und hinten geht es dann über eine richtig steile Abfahrt zum Aachensee. Wer das Ganze nicht fahren will, es gibt eine Alternative nördlich vom Karwendel. Die ist um einiges einfacher zum Fahren. Aber wer sich fähig dazu fühlt, soll es unbedingt fahren. Ist echt ein Traum. Den höchsten Punkt der heutigen Etappe habe ich erreicht. Aber jetzt wartet noch mal eine richtige Challenge. Und zwar die Abfahrt zum Aachensee. Die soll nun mal sehr herausfordernd sein, weil sie einfach extrem steil und die Straßen eher schlecht sein sollen. Da geht es jetzt so steil runter. Ich würde so gern fahren, aber ich habe einfach keinen Grip. Also die Reifen blockieren einfach. Ich würde jetzt einfach runterrutschen da. Also fühlt es gefährlich, deswegen werde ich den kurzen Teil jetzt schieben. Es ist der vierte Tag und ich fahre nochmal alleine weiter. Angie nimmt den Zug vom Aachensee nach Kufstein, wo wir uns heute Abend wieder treffen werden. Ich biege rechts ab zu den Brandenberger Alpen. Man muss echt sagen, rund um den Aachensee, da ist doch relativ viel los. Und es ist dann so schön, wenn man wieder wegkommt vom Gewusel. Und jetzt gerade vorher perfekte Schotterstraßen, den Berg rauf, niemand mehr unterwegs, nur ich. Das kann ich einfach so genießen. Der Abschnitt fühlt sich richtig abgelegen an. Das laute Inntal liegt hinter den Gipfeln und das Einzige, was ich hier hören kann, sind Wasserfälle und das Knirschen unter meinen Reifen. Erst am Tiersee erreiche ich wieder Asphalt und damit auch die Bundesstraße. Jetzt runter ins Inntal! So, ich habe mein heutiges Ziel erreicht, Kufstein. Da hinten sieht man die Burg, ich stehe gerade über dem Inn. Und mal schauen, wie es da angeht. Yay, heute wieder zu zweit unterwegs. Yay, ich bin. Und noch was ist anders. Heute steht weder ein harter Anstieg noch viele Kilometer auf dem Programm. Wir gönnen uns nämlich eine richtige Urlaubsetappe. Schließlich haben wir perfektes Wetter und am schönen Walchsee einfach vorbeizufahren macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Und auch wenn er es nicht gerne zugibt, für rein strapazierte Wadeln ist das kalte Wasser genau das Richtige. Wir haben da heute eine richtige Urlaubsetappe eingelegt. Also, ihr seht, Gravel Austria ist einmal so, einmal so. Gut ist, wenn man sich selber so einteilt, dass man mit seinen Kräften haushaltet. Und ja, wir haben eben heute eine entspannte Route und morgen wird es dafür nur mal so richtig knackig. Eine letzte, wirklich fordernde Etappe steht uns bevor. Von Kirchdorf in Tirol geht es heute in die Kitzbüheler Alpen, auf 1800 Meter hinauf. Und wir kennen bereits jeden Meter dieses fordernden Anstiegs. Jetzt sind wir auf einer Strecke unterwegs, das haben wir dieses Jahr schon gefahren. Und zwar sind wir da einmal rund ums Bundesland Salzburg gefahren. Wir haben dazu auch ein Video gemacht, wir werden euch das oben verlinken. Wenn euch das interessiert, schaut euch das gern an. Als wir das letzte Mal hier waren, hatten wir dieses Problem allerdings nicht.
bist du selber. Hey, das war einfach so schwül. Die Hitze drückt so dermaßen, dass wir jetzt schon komplett nass geschwitzt sind. Wir können das Sommergewitter am Horizont schon sehen und die Luft wird immer schwüler. Der Schweiß tropft aus allen Poren. Das ist anstrengend. Der Regen rückt immer näher, doch ich muss bei den steilen Rampen absteigen und schieben. Die Downhiller stauben mich ein und ich frage mich, wieso genau haben wir eigentlich nicht die Gondel genommen? Ich kann das Ziel für heute sehen. Zum Greifen nahe. Oh, was für ein Training. Geschafft. Letzter Abend auf dem Abschnitt und es ist so der coole Ort, wo wir jetzt übernachten, weil wir sind auf 1850 Meter, glaube ich. Und es ist keine richtige Berghütte, sondern ein ordentliches Berghotel. Kann man auch mit dem Auto auffahren. Ja, aber so den mega Ausblick aufs Kitzsteinhorn, auf dem Großglockner, wenn man sieht, ja. Und es ist schon ein besonderes Feeling, da heroben zu übernachten. Also uns taugt das. Ja, voll. Mit dem Blick auf die hohen Tauern geht es am letzten Tag nur mal ein paar Kilometer hinunter ins Tal. Saalfelden ist unser Ziel dieses Abenteuers und die Abfahrt ist ein mehr als würdiger Abschluss der letzten genialen 7 Tage. Schaut euch dieses Alpenpanorama an. Ja, wir sind in Saalfelden angekommen. Damit haben wir einen kleinen Abschnitt von Gravel Austria kennengelernt. So 2600 Kilometer gibt es nur. Und nur einen kleinen Teil werden wir uns auch noch anschauen. Und zwar der nächste Trip geht für uns in die Steiermark. Da werden wir uns eben den steirischen Teil von Gravel Austria anschauen. Und da wird es auch wieder ein Video geben. Da wird es uns freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet. Und schreibt es unbedingt nur in die Kommentare, welchen Abschnitt von Gravel Austria euch interessieren wird. Oder ob vielleicht jemand sogar die ganzen 3000 Kilometer fahren möchte. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss.